Ein Free-to-Play-Game. Im Legacy of Kain-Universum. Mit In-Game-Shop. Es sieht aus wie Left 4 Dead und ist ein Arena-Spiel. Das waren meine ersten Gedanken bei Noscott, als ich das Gameplay vor 1,5 Jahren sah. Es war nicht der Gedanke, dass dieses Spiel die Geschichte fortführen würde. Es war auch nicht der Gedanke, dass dieses Spiel von Square Enix gepublished worden ist, die Firma, die ich in letzter Zeit absolut nicht leiden kann. Es war gar nicht der Gedanke, dass das Spiel einen In-Game-Shop haben wird und ich hasse In-Game-Shops normalerweise. Nein, es waren wirklich nicht die genannten Dinge. Ich war einfach nur unterwältigt, weil ich dachte, das Spiel wäre nur eine Cash-Cow, um mit einem Franchise noch mehr Geld zu machen, wie sie es gerade mit Final Fantasy und Tomb Raider tun. Nachdem ich mich jedoch zu einigen Runden überreden ließ, kann ich nur eins sagen. Gott, ist das Spiel geil! Deswegen kann ich dieses Spiel auch nicht wirklich reviewen, sondern werde über das Spiel sinnieren. Das ist, glaube ich, sinnvoller als eine Review, da ich hier mehr auf persönliche Aspekte eingehen kann. Fangen wir jedoch, bevor wir zum Spiel kommen, mit einer Person an, die, wenn man sich über Noscott erkundigt, besonders häufig ins Auge fällt. Die ich mag es nicht, weil es kein storygetriebenes Singleplayer-Spiel, Fandom-Fraktion. Das sind auch zeitgleich diejenigen, die dem Spiel gebetsmühlenartig jedwede Existenz absprechen, weil es nicht die Story von Defiance fortführt, sondern lediglich ein Spin-off ist. Um das zu verstehen, warum Noscott existiert, gehe ich kurz auf die Entwicklung von Noscott ein. Noscott war der Multiplayer-Part zu einem Singleplayer-Spiel. Dieses hieß Dead Sun. Dieses wurde aber gecancelt. Hier ist ein Link zu einem 30-Minuten-Gameplay, damit ihr wisst, wie es aussieht. Dieses hätte vielleicht ein gutes LOK-Spiel sein können. Nachdem Dead Sun gecancelt worden ist, aber der Multiplayer-Part schon fertig war und spielbar war, hat man sich entschieden, das Beste draus zu machen und Noscott war geboren. Das Spiel also zu hassen, weil es kein Singleplayer-Spiel ist, einfach dumm und ignorant. Das ist leider auch einer der Hauptgründe von Fans der Reihe. Im gleichen Atemzug von diesen Fans ist dann auch gleich der Satz zu hören, dass Noscott LOK töte, weil es ja der Geschichte widerspricht. Wow, sie trauen ihrem Lieblingsfranchise wirklich zu, dass ein einziges Spiel sie tötet? Und das, obwohl die Final Fantasy Reihe bis heute noch floriert. Also komme ich nicht darum, die Geschichte des Spiels zu erläutern. Noscott spielt in einem Teil der Geschichte, der so nicht wirklich erzählt wird in den Spielen. Und zwar im Zeitraum zwischen Raziels Exekution und dem ersten Soul Reaver. Das entspricht ungefähr 1000 Jahren. Noscott spielt ungefähr 300 Jahre nach Raziels Exekution, nachdem Kain das Zeitportal benutzt, um Unraziel zu treffen. Und die Vampire zerstritten sich, weil ein Machtvakuum entstand, weil Kain nun nicht mehr in Noscott war. Und ja, es musste ein Machtvakuum entstehen, da Kains einzige Legitimation als Herrscher war, dass er mächtiger war und vorzeitiger evolvierte als alle anderen Vampire, was ja auch der Story-Hintergrund für Soul Reaver 1 war. Also kann es sich im Szenario schon mal nicht streiten, denn alle anderen Teile spielen später oder gar in alternativen Zeitlinien. Die einzige Sache, die die meisten LOK-Spieler wirklich verwirrt, ist die Frage, warum denn nun Sentinels, also Raziellem, noch leben. Gut, das ist tatsächlich verwirrend, denn eigentlich sind die Raziellem ausgelöscht worden, nachdem Raziel Flügel bekam und Kain seinen Clan zum Tode verurteilte. Jedoch haben sie das bei Psychonox relativ clever gelöst, und zwar haben sie gesagt, dass nicht alle Raziellem verstorben sind, sondern einige wenige überlebt haben. Die Sentinel also in Noscott sind eigentlich nur ganz wenige, vielleicht eine Handvoll von Sentinels, die unterwegs sind. Es kommt einem nur groß vor, weil es halt gameplay-technisch bis zu 4 Sentinels pro Match sein können und diese natürlich auch respawnen können. Aber rein von der Lore sind relativ wenige Sentinels noch unterwegs in Noscott. Diese Sentinels kämpfen nun für die Vampire, denn die Menschen stellen eine noch größere Bedrohung für die Vampire dar. Sie drohen also auszusterben. Also verbünden sie sich zwangsmäßig. Außerdem ist der quasi das Todesurteil der Raziellem beschloss, nicht da, denn Kain fehlt gerade während der Noscott-Kriege. Und ja, ich weiß, man hat während den anderen LOK-Spielen keine Raziellem gesehen, bedenkt aber auch, dass diese, wie gesagt, deutlich später stattfinden. Innerhalb dieser 700 Jahre ist wahrscheinlich jeder der restlichen Sentinel schon tot. Dementsprechend sieht man auch keine. Oder sie sind mutiert, sodass man sie nicht erkennt. Ich meine, erinnert euch daran, wie Melchior aussah nach 1000 Jahren. So, das musste sein, aber mich nerven diese ständigen, ketzerhaften Behandlungen von Noscott, nur weil es sich nicht so entwickelt hat, wie die Fans es unbedingt wollten. Da kann ich nur sagen, werdet erwachsen. Also, wie ich erwähnte, als Kain durch das Zeitportal sprang, entstand in Noscott ein Machtvakuum und die Menschen sahen ihre Chance, endlich Herr der Vampirsklaverei zu sein. Der komplette Kampf der Vampire spielt während einer Sonnenfinsternis statt, die man auch überall in der Oberfläche schön bestaunen kann, die ist wirklich hübsch. Während dieser Zeit kämpft man auf einer Handvoll von Karten in Noscott, wovon viel bekannt sein dürften aus den LOK-Spielen. Im Kampf Mensch gegen Vampir spielt man jeweils eins der 6 Clan-Mitglieder oder aber ein Mitglied der Menschengruppierungen, die mit Noscott dazukamen. Clans sind seit Soul Reaver 1 bekannt und sind jeweils die Reaver der Dumahim, Prädatoren unter den Vampiren, die muskulösen Turalim, die als Tyrant auftreten, fliegenden Sentinels der Raziellem, deren Stärke die Entführung der Gegner ist,
Die Deceiver als Mitglieder der Sephonim, die Gedankenmanipulation als Spezialgebiet besitzen, und die magiebegabten Mechalim, die die Dunkelheit anzapfen, um Tote sowie Schilder zu beschwören. Es gibt noch einen Sechsten, das sind die Rahabim, aber die sind noch nicht im Spiel implementiert. Währenddessen sind von den Menschen lediglich drei Gruppierungen aus den vorherigen LOK-Spielen bekannt. Einmal die Iron Garden mit den Huntern, einem begabten Armbrustschützen, der in Sorriver 1 mehr oder minder gesehen werden kann. Jeweils die Red Sister of Anarcroft, die Alchemisten haben. Das sind verrückte Chemiebräute mit Granatenwerfern. Und die Lost Seer of Avernus, die in Blood Omen 1 wenigstens mal angedeutet werden. Diese stellen die Propheten dar, die mit Pistolen und Blutmagie kämpfen. Die restlichen Gruppierungen in Nosgoth, den Watcher, die lediglich nur Scharfschützen sind, mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Die Drowning Man, welche im Grunde genommen muskelbepackte Gefängnisinsassen und Wärter der Insel des Todes darstellen. Diese sind mit Wurfaxt und Schild bewaffnet. Und jeweils die Scourge of the Wild, welche Mystiker mit Schrotflinten und der Fähigkeit, sich in Tiere zu verwandeln, darstellen, auch Beastmaster genannt, sind eigens für das Spiel konzipiert worden. Diese sind auch mit Lore gekommen und ich muss sagen, Psychonix hat da echt gute Arbeit geleistet. Ich kaufe jeder dieser Klasse ab, dass sie im Spiel schon die ganze Zeit vorhanden war, auch wenn sie erst vor kurzem hinzugefügt worden ist. Diese Klassen sind bei den Menschen jeweils als Shooter und bei den Vampiren als Hack'n'Slash konzipiert. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, als Mensch stark im Nahkampf zu sein, siehe Vanguard und Beastmaster, oder als Vampir im Fernkampf etwas ausrichten zu können, Kugelblitz, Säurebombe und so weiter. Diese sind aber nicht so stark, dass es dauerhaft möglich ist, so effektiv spielen zu können. Außer im BM, der ist eine Bitch. Die Möglichkeit, sich als Mensch an Heilstationen mit Cooldown zu heilen und als Vampir noch warme Menschen auszusaugen, sollte nicht vergessen werden, da sie den einzigen Weg der Heilung darstellen, neben einigen Skills, die eben solches tun. Die Vampire können außerdem Gebäude erklimmen und so aus dem Nichts auftauchen und die Menschen überraschen, wenn sie gut sind. Das ist auch notwendig, sonst haben die Vampire keine Chance gegen die Menschen. Kommen wir zu etwas, was ich beim Spiel besonders liebe, und zwar dem Gameplay. Denn Teamplay wird hier groß geschrieben. Das Teamplay ist Dreh- und Angelpunkt dieses Deathmatch-orientierten Spiels. Ohne Teamplay kannst du noch so gut sein, du wirst gefickt. Blockiere gefährliche Angriffe mit CC, bevor sie ausgeführt werden. Kontere die Taktik der Gegner, also passe deine Klasse, Skills und Position an deine Gruppe ein und an die Gegner. Markiere die Feinde für deine Kumpels, damit sie wissen, was du gesehen hast. Versteht ihr, was ich meine? Das Spiel ist extrem skills-orientiert. Richtig gute Spieler achten auf ihr Team und werden auch von ihrem Team beachtet. Sie reagieren aufeinander. Richtig gute Spieler sehen auch nicht in dem Spiel, sie hören. Ein weiteres sehr wichtiges Feature im Spiel, muss man sagen. Man kann die Vampire orten über das Gehör. Und einen großen Teil der Angriffe weicht man auch über eben jenes Gehör aus. Richtig gut designte Maps tun dann ihr Übriges. Denn keine Map spielt sich gleich. So ist in der neuen Map der Silent Cathedral wegen der hohen Gebäudedichte die Möglichkeit an Überraschungsangriffen seitens der Vampire richtig gut. Während in Valhom man deutlich offener unterwegs ist und so zum Beispiel Scouts leichteres Spiel haben. Das tut auch nichts für die Balance des Spiels, da man pro Runde jeweils einmal beide Fraktionen spielt. Zu Grafik und Sound lässt sich noch viel sagen. Was bei dem Spiel sofort auffällt, ist die Menge an Gore beim Töten von Vampire, welche übrigens wirklich verdammt gute HD-Remake-Skins von Sorriver 1 darstellen. Die Gore macht zwar nicht immer Sinn, wenn man es genau nimmt, aber es fühlt sich richtig gut an. Was ich meine ist, Vampirköpfe explodieren und die Leiche können wegfliegen, wenn sie nicht gerade als Ragdoll buggen. Was Nosgoth aber besonders gut macht, ist das Sounddesign, und darauf gehe ich jetzt etwas mehr ein. Was meine ich mit besonders gutem Sounddesign? Die Waffen klingen mächtig, das meine ich damit. Wenn der Alchemist seine Granaten abschiebt, hört es sich verdammt nochmal mächtig an. Die Axt des Vanguards hat einen richtigen Schwung im Sound. Die Schlosspistolen des Prophet hören sich wie richtige Schlosspistolen an. Die Bomben und Co. haben einen richtigen Wumms. Und bei den Vampiren ist der Tyrant ein gutes Beispiel. Dieser hat eine sehr, sehr tiefe Stimme. Und wenn er sich zum Beispiel für einen Sturmangriff bewegt, hört es sich nun mal genauso an, wie man sich einen 150 Kilo Muskelkoloss vorstellt bei eben jenem Angriff. Ich weiß, das ist komplett subjektiv, aber ein guter Sound, und ja, ich meine nicht nur eine geile Musik, die hier übrigens ziemlich stimmig in das Gameplay eingebaut ist und einen super gotischen Sound hat, nein, ich meine die Soundeffekte. Vor allem für Shooter ist ein gutes Waffengefühl durch Sound wichtig, um den Spieler zu stimulieren. Das könnt ihr leicht testen. Spielt man einen Shooter, bei dem Waffen keinerlei Rückstoß oder Sound haben, dann macht das Spiel absolut keinen Spaß. Ihr könnt das mal mit Serious Sam 3 BFE Edition ausprobieren, dort hat keine Waffe wirklich Rückstoß. Macht einfach mal den Sound aus und dann guckt mal, ob euch das Spiel wirklich Spaß macht, wenn ihr die Waffen benutzt. Um das einmal kurz nochmal zu untermauern, werde ich hier noch ein paar Clips abspielen, die das einmal demonstrieren.
Also, was lässt sich eigentlich über das Spiel sagen? Wenn ihr wirklich auf gut designte Vampire steht, also keine, die glitzern, ein wirklich gutes PvP-Erlebnis ohne Story-Handlung, auch wenn diese gut ausgearbeitet ist, welche absolut auf Teamplay und Skill setzt, dann ist Noscott euer Spiel. Zum Abschluss möchte ich noch über etwas sehr Wichtiges sprechen, und zwar einmal über Psychonix, den Entwickler an sich und die derzeitigen Probleme von Noscott, sowie den Ingame-Shop im Spiel. Psychonix ist ein kleines Entwicklerstudio. Die meisten dürften das kennen von Rocket League, denn die haben das ebenfalls produziert. Aber es ist und bleibt ein kleines Entwicklerstudio. Sie haben gerade mal 30 Mitarbeiter plus. Sie geben sich mit Noscott sehr viel Mühe, was man daran sieht, dass Klassen zum Beispiel relativ schnell gebalanced werden und selbst Maps noch gebalanced werden, was nicht immer offensichtlich ist. Aber das Spiel hat Probleme, und zwar große Probleme. Es hat eine sehr kleine Spielerbasis, was dazu führt, dass das beste Matchmaking nicht funktionieren kann, solange die Spieler nicht gewillt sind, lange zu warten. Daher hat man nach knapp 5 Minuten Wartezeit meistens keine Lust zu warten und deswegen erweitert man den Matchmaking-Rahmen und man kämpft gegen stärkere oder schwächere Spieler, als eigentlich vom Matchmaking vorgesehen. Das führt zu Frust auf beiden Seiten und deswegen verschwinden noch sehr, sehr viele Spieler. Das ist aber auch nicht das einzige Problem. Derzeit versucht das Spiel sich von Steam zu lösen und es buggt groß deswegen. Ich persönlich glaube, es ist ein Square Enix Problem, denn die Fehlermeldung, mein Account konnte sich nicht mit Square Enix verbinden, ist ein bisschen zu häufig der Fall. Aber es ist ein Problem des Spiels und das frustet ebenso, denn die Gruppensuche leidet darunter. Wenn ihr mit euren Freunden spielen wollt, kann es durchaus vorkommen, dass ihr beide neu starten müsst, hin und wieder spezielle Tricks anwenden müsst und das dauert nicht selten 5 Minuten, bis man sich selbst in eine Gruppe eingeladen hat. Es ist in letzter Zeit zwar weniger schlimm geworden, aber das Problem besteht immer noch. Das führt ebenfalls dazu, dass die Spielerzahl schrumpft und ihr meistens vielleicht mit 1000 anderen gerade Noscott spielt. Aber häufig werdet ihr dieselben Gesichter kennen. Und leider gibt es in diesem Spiel auch sehr viele giftige Menschen. So hatte ich erst gestern zum Beispiel ein Spiel, wo einer das Spiel gestartet hat, sofort gelieft ist, wieder reingejoint ist, nur um den Gegner zu beleidigen und wieder liefte. Das passiert leider häufiger, als wir eigentlich gewillt sind zu ertragen. Na gut, aber jedes Spiel hat eine giftige Spielerbasis. Und da Noscott auch jetzt ESL-tauglich versucht zu werden, häufen sich auch diese Menschen dort. Gehen wir nun aber zu dem anderen Thema, und zwar dem Ingame-Shop. Ja, Ingame-Shop. Viele Leute wollen ein Spiel umsonst spielen, aber nicht dafür zahlen. Also ist ein Shop, in dem man digitale Güter kaufen kann, unabdingbar. Das ist aber ein Problem für viele Menschen. Ich kann es verstehen, wenn man einem Spiel Pay-to-Win leichtfertig vorwirft. Und ja, ich kann zu dem Vorwurf, dass Noscott Pay-to-Win ist, nur eins sagen. Wir sind nicht in einem dreckigen Zombie-Survival-Game mit einem richtigen Pay-to-Win-System. Wenn dieses Spiel Pay-to-Win wird, bin ich raus. Bin ich raus? Nö, ich habe sogar jetzt 800 Spielstunden hier dran. Ja, man kann sich Skills für Echtgeld kaufen, aber auch für Ingame-Geld. Du kannst auch die Skills mieten, was du übrigens auch nach 6 Loses in einem Spiel, du kriegst für Loses weniger Geld als für Wins, machen. Und das jeweils für 7 Tage. Nach den Tutorials kriegst du genug Gold, um dir mindestens 3 Skills dauerhaft leisten zu können. Und mit dem Geld könntest du dir 10 auch mieten. Außerdem kriegt man für die Tutorials auch noch 10 Skills gratis vermietet. Hinzu kommt halt, dass man auch nur für Echtgeld die Klassen freischalten kann oder man levelt einfach seinen Account. Alle 5 Levels kriegt man ein Token und damit kann man sich jede Klasse kaufen. Somit kann man auch alle Klassen im Spiel kaufen. Das Leveln ist zwar in den höheren Bereichen etwas mühselig, aber immer noch locker machbar. Zumindest wenn man spielt. Ich hatte nach ungefähr 300 Spielstunden, davon vielleicht 150 Ingame, denn damals hatte man noch riesengroße Serverprobleme und man musste lange warten, eigentlich schon alle Klassen freigeschaltet. Und das ohne Booster. Natürlich sagen jetzt Leute, das ist unfair gegenüber neueren Spielern, weil sie nicht alle Klassen spielen können. Dem ist aber nicht wirklich so, denn alle Klassen sind relativ balanciert und mit dem Hunter und dem Alchemisten kann man sich eigentlich in jedem Match blicken lassen. Dasselbe gilt für den Reaver und den Tyrant. Das sind jeweils die Klassen, die am Anfang für jeden freigeschaltet sind. Und glaub mir, ich verurteile jeden Noob, der sich den Sentinel kauft und dann die ganze Zeit abgeschossen wird, weil er einfach nicht fliegen kann. Und ich weiß, dass man eigentlich nicht fliegen sollte, zumindest nicht die ganze Zeit. Dass die Klassen balanciert ist, ist klar. Selbiges gilt aber auch für die Skills. Theoretisch müsste man keine Skills kaufen, denn zum Beispiel spiele ich fast überall mit dem Standard-Layout, weil sie einfach nützlich sind. Aber die neuen Skills, die man sich halt für Gold kaufen kann oder halt für Edelsteine, bieten einem neue Spielweisen. So kann man zum Beispiel anstatt der Rauchbombe eine Säurebombe mitnehmen, die Schaden macht, aber dafür verhindert man halt nicht die Sicht wie die Menschen. Oder man kann mit dem Tyrant springen, der hat dafür aber keinen Sturmangriff. Ansonsten lassen sich nur Skins über Echtgeld kaufen. Und vielleicht noch die Booster. Nicht mal das ist richtig haltbar, denn seit neuestem gibt es Dailies, von denen man jeden Tag einen kriegt, ihn auch wechseln kann, bis zu 3 stapelbar sind, also die kann man gleichzeitig bearbeiten,
und in denen können auch Echtgeldwährungen drin sein. In Zusammenfassung würde ich also sagen, das Spiel ist definitiv kein Pay-to-Win, sondern komplett skillbasiert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch.